Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und auf dem Kanal Russische Welt TV. Jetzt seit heute, beziehungsweise seit heute Abend, ist es nun offiziell, die russische Armee, ja, zusammen mit den Streitkräften der Volksrepubliken, speziell der Volksrepublik Lugansk, haben nun die Stadt Lissitschansk komplett unter ihre Kontrolle gebracht und jetzt inzwischen auch seit heute die komplette Region Lugansk. Gestern kamen auch schon die ersten Bilder rein, gestern Abend aus dem Stadtzentrum der Stadt Lissitschansk, also der letzten Bastion, wie das hier in der westlichen Propaganda bezeichnet wird, der ukrainischen Streitkräfte in, wie gesagt, der Region Lugansk. Die Bilder kamen unter anderem von den Streitkräften der Volksrepublik Lugansk, wie auch von tschetschenischen Einheiten der russischen Armee aus dem Zentrum der Stadt. Und jetzt heute Morgen hat das russische Verteidigungsministerium verkündet, die Stadt komplett unter ihre Kontrolle gebracht zu haben und auch die gesamte Region Lugansk. Erstmal hat das noch das Kiewer Regime bestritten, meinte, dass die Kämpfe dort noch weiterhin andauern. Allerdings in den letzten Stunden, ich glaube vor ungefähr 2 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht, auch das Kiewer Regime zugegeben, dass sie sich nun, wie sie das nennen, aus der Stadt Lissitschansk zurückziehen. Und das alles passt natürlich so gar nicht zu all den Siegesmeldungen, die wir noch vor einigen Wochen und Monaten vor allen Dingen auch in der westlichen Propaganda und auch von der Kiewer Regime-Propaganda immer wieder gehört haben, dass die ukrainische Armee eine Gegenoffensive nach der anderen fährt, einen Sieg nach dem anderen erringt und morgen schon kurz vor Moskau steht. Ja, die Realität zeigt hier etwas ganz anderes. Und was dieses Ereignis auch sehr eindrucksvoll zeigt, ist genau das, worüber ich auch schon vor Monaten gesprochen habe, noch zu Beginn dieser ganzen Geschichte, dass die russische Führung, die russische Militärführung vor allen Dingen die Taktik fährt, Stück für Stück vorzugehen, dass es keinen Grund zur Eile gibt für die russische Armee, um zu irgendeinem Datum oder ähnliches irgendein militärisches Ziel zu erreichen, sondern dass sich Russland da, wie gesagt, Zeit lassen kann und eben Stück für Stück eine Stadt nach dem anderen, ein Gebiet nach dem anderen eben unter seine Kontrolle bringt, das eben langsam angeht, sich Zeit lässt, unter anderem, um damit die eigenen Verluste möglichst gering zu halten. Und das zeigt, dass die jetzige Einnahme von Lissitschansk und damit auch der gesamten Region Lugansk, dass genau diese Taktik auch aufgeht. Dass nämlich genauso, wie ich das vor einigen Monaten noch angekündigt habe, die russische Armee eben Stück für Stück immer weiter vorrückt und ein Gebiet, eine Stadt nach der anderen unter ihre Kontrolle nimmt. Und hier zu diesem Thema gibt es auch noch einen weiteren Punkt, auf den ich einmal kurz zu sprechen kommen möchte. Inzwischen sind ja auch schon 4 Monate nach Beginn der Operation vergangen. Und inzwischen sind auch schon viele Waffen aus dem Westen in der Ukraine eingetroffen. Ja, von denen ja jetzt unter anderem auch in Deutschland sehr viel geredet worden ist. In den ersten Wochen ist vor allen Dingen alte sowjetische Technik in die Ukraine geliefert worden, unter anderem aus Polen, aus vielen anderen Ostblockstaaten. Danach kam allerdings auch die westliche Technik, wenn man das so nennen kann. Und wir haben ja auch die Russisch verstehen, die können das sicherlich auch bestätigen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder von Vertretern des Kiewer Regimes gehört. Ja, wir müssen jetzt einfach nur noch die Waffen aus dem Westen bekommen, die Wunderwaffeln. Und mit Hilfe dieser Wunderwaffeln werden wir dann die russischen Truppen dann bis nach Moskau oder gar bis nach Sibirien, bis in den fernen Osten an den Pazifik dann zurückdrängen. Ja, die Realität hat allerdings etwas anderes gezeigt, obwohl inzwischen sehr viele Waffen aus dem Westen bereits eingetroffen sind, wenn auch noch nicht alle, scheint das ja nicht den gewünschten Effekt zu bringen. Ganz zu schweigen von irgendeiner Gegenoffensive, davon, dass die ukrainische Armee irgendwelche Gebiete von Russland großartig zurückerobern kann, auch zumindest an den relevanten Frontabschnitten, sind sie ja, wie die aktuellen Ereignisse zeigen, nicht mal in der Lage, auch mit Hilfe all dieser westlicher Waffen die Front überhaupt zu halten. Und die russische Armee rückt immer weiter vor. Auf jeden Fall ist Russland nun dem nächsten großen Etappenziel bei dem Militäreinsatz in der Ukraine, und zwar die Einnahme
der gesamten Donbass-Region, also der Regionen Donetsk und Lugansk, auf jeden Fall jetzt einen großen Schritt näher gekommen. Als nächstes kommen dann sicherlich die Städte Slawiansk und Kramatorsk, die sich schon in der Donetsker Region befinden. Und dann auch wenig später sicherlich auch die Einnahme der gesamten Region Donetsk und damit auch der gesamten Donbass-Region, also eins der wesentlichen Ziele der russischen Militäroperation. Wie es dann weitergeht, werden wir dann sehen. Das ist dann auch ein Thema schon für ein eigenes Video. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.